Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X und weiter geht's mit den sehr, ja, sehr geilen Kampf, finde ich. Was wollte ich jetzt mit Titus machen? Genau, ich wollte jetzt den Typen reizen. Okay, Orin, der könnte ja jetzt mal eine Mega-Potion kuriert, kampfunfähige. Ach, alle? Ach nee, das ist ja Mega-Phoenix. Moment mal, hatten wir nicht Mega-Potion? Ja, 2000 für jeden, okay. So. Titus. Juna hat noch keinen Hass, glaube ich. Weil sie gestorben war. So, und Juna. Test auf Titus. Dann bräuchte er jetzt noch. Ja, Orin kann mal reinhauen. Ja, mit Zombie-Dings. Das wäre cool. Ich glaube, Magie, Geist ging aber, ne? Hauen wir den nochmal rauf. Macht das schon weniger Schaden. Ach, dann darf er gleich zweimal zuhören. Naja, klar. Oh, Titus, der macht langsam ausrasten. Hey, hey, hey. Juna, du musst ihm mal mit... heil ihn mal mit das Höchste. Einmal wird's schon gehen. Kriegt er gleich noch eine. Haha, machst ja kaum Schaden. Jetzt gibt Juna ihn mal noch... das hier. So, Orin... hau mal nochmal zu. Oh, über 6000. Das tat weh. Der macht kaum noch Schaden bei Titus. Jetzt optimal heilt sich selber. Oh, man muss aber jetzt mal natürlich mehrmals zuhaut, aber das ist kein Problem. Da gibt es ein Vitra rauf. Aber der macht bestimmt gleich wieder seine Minen. Ah, er hat sie gemacht und die interessieren uns nicht. Naja. Nein. Oh, da sieht man mal. Er hat Reizen auf sich und... muss Titus natürlich immer noch ein bisschen Beihilfe zum Leben geben. Orin, hau auf. Ah, der davor war aber besser gewesen. Autsch. Die Minen gehen in die Luft. Daneben, du Vollpfosten. Pse, na und? Bin doch schon infiziert. Stört mich gar nicht. Ah, hast du. Oh, Titus hat Dings. Orin, ja, hau mal rauf. Juna heilt. Und er kriegt immer wieder aufs Fressbrett. War es das schon? Oh, gut. Dann hebt er sich seine Dings für den nächsten Boss auf, würde ich sagen. Ah, ihr seht, so schwer ist der Boss gar nicht. Also der ist eigentlich ziemlich einfach gestrickt, wenn man so sagen will. So, alle waren ja dran gewesen, also müssten alle auch die
Erfahrung kriegen. Und jetzt können wir nach unten fahren. Yuna, we're here. The Hall of the Final Summoning. Go. Yes. Alleine soll sie da runter? Da hat ja fast jeder Duellklaue. Ah, Level 4. Na gut, brauchen wir zwar noch ein paar, aber ich bräuchte jetzt eher Dreier. Was hast du denn da unten entdeckt, dass wir jetzt alle mitkommen sollen? Ich will nicht. Oh je. Naja, speichern wir mal lieber. This isn't a faith. It's just an empty statue. That statue lost its power as a faith long ago. It is Lord Zaon, the first faith of the final summoning. What you see before you is all that remains of him. Lord Zaon is... his soul is gone. Gone? You mean there is no final Aeon? But fear not. Lady Yuna Leska will show you the path. The final Aeon will be yours. The Summoner and the final Aeon will join powers. Go to her now. Inside, the Lady awaits. Yuna, wait! Auron, you knew this was gonna happen, didn't you? Yes. Why didn't you tell us? If I had told you the truth, would that really have stopped you from coming? Yuna. I'm not going back. Kimari knows. Kimari goes first. Yuna is safe. Kimari protect. Ein Moment mal.